Die Lebenssituation der Drupadsänger Indiens ist alles andere als rosig. Beim zeitgenössischen Musikpublikum gilt Drupad als, wenn auch ehrwürdig, so doch altmodisch und überholt. Die Pakavaj, die alte und mächtige Quertrommel, mit der der Drupad-Stil ausschließlich begleitet wird und die sonst nur noch in der Tempelmusik zu finden ist, wurde seit über 100 Jahren von der schnelleren und höher gestimmten Tabla verdrängt, die zusammen mit der Sitar zurzeit das erfolgreichste Gespann im indischen Konzertleben bildet. Dass Pakavaj-Spieler auf ihrem schwierig zu handhabenden Instrument an rhythmischer Vielfalt und Virtuosität den Tabla-Spielern durchaus nicht nachstehen, zeigt sich auch beim Pakavaj-Solo Ramji Upadhyayas, den sie eben schon als Begleiter Abhay Narayan Maleks hörten. Ramji Upadhyaya, der zu den besten Interpreten dieser immer seltener zu hörenden Trommel zählt, spielt hier einige Parans, rhythmische Figuren, die nicht improvisiert, sondern fest komponiert sind. Die Parans, die nun folgen, stammen aus der Traditionslinie Kudau Singhs, eines der berühmten Pakavaj-Meister des 19. Jahrhunderts. Wie es bei Sängern der Fall ist, wird auch bei den ältesten Traditionen von Pakavaj-Spielern von Gharanas gesprochen, musikalischen Häusern. Und wie Sänger eine Komposition als Bandish bezeichnen, so nennt Ramji Upadhyaya in seinen Zwischenansagen auch die Rhythmuskompositionen seiner Schule Bandish. Die einzelnen Parans werden zuerst gesprochen, danach auf der Pakavaj gespielt. Der dumpfe Bassklang der linken Seite der Trommel ergibt sich durch einen aus Weizenmehl hergestellten Teig, der vor jedem Spiel neu angerührt und auf das Fell geklebt wird, um die tiefe Resonanz der Pakavaj zu verstärken.